Servus, liebe Freunde. Die Ernte wird fortgeführt. Ich mache hier schon mal das Licht an, weil es doch so langsam ein wenig duster wird. So, hier brauchen wir erstmal die Sämaschine wieder im Einsatz und werden hier unten dann gleich mal unsere Düngemaschine, genau, ich wollte schon wieder Sämaschine sagen, unsere Düngemaschine zum Einsatz bringen, denn ich möchte jetzt eigentlich mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen von unserem Düngematerial loskriegen, was wir ja für gutes, teures Geld gekauft haben. Danach werden wir auf alle Fälle die Maschine hier verkaufen und werden uns eine etwas größere kaufen. Die hat ja jetzt 24 Meter, da müssen wir ja immer drei Spuren fahren, das ist ja auch nicht so toll. Und das Fassungsvermögen ist auch nicht das allergrößte, ist ja die nächste Sache. Von daher werden wir das jetzt etwas verbessern und haben natürlich auch das Gute daran, wir sparen in dem Sinne ein Frontgewicht, denn wir können nämlich ohne Probleme hier da noch einen Fronttank dran setzen anstelle des Frontgewichtes und das bringt uns nochmal zusätzliche ca. 1100 Liter an Fassungsvermögen, wo entsprechend die Maschine hier dann schön düngen kann, was natürlich für große Felder optimal ist. So, einmal hier um den Traktor ein bisschen rum. Denn dann brauchen wir nicht so oft nachtanken. Wenn wir wirklich die größeren Felder oder die groß verbundenen haben, fahren wir da dann im Prinzip einmal hoch, einmal runter sozusagen und sind damit durch. Ist natürlich perfekt. So, hier haben wir jetzt noch einen kleinen Rest. Den werden wir jetzt hier noch schnell unterbringen. So. Wir können ja sozusagen nach der Ernte gleich schon wieder einsehen. War ja auch ein guter Tipp von euch. Da habe ich immer gedacht, wir müssten erst warten, bis gegrubbert ist. Aber das funktioniert auch so schon. Das heißt, da können wir auch ein bisschen früher schon einsteigen. So, und jetzt haben wir auch nicht mehr ganz so viel Versatz. Beziehungsweise Verlust. Versatz ist ja Quatsch. Wir haben nicht mehr so viel Verlust. Dadurch, dass wir hier das nochmal so weit düngen konnten. Jetzt lassen wir den Kollegen erstmal hier vorbeiziehen. So, wunderbar. Optimal, schalten gleich wieder ein und werden hier das restliche Feld noch fertig düngen. Dann ist das aus dem Kreuz. Wir haben nicht mehr allzu viel da drin. Das können wir dann doch verkraften. So, sind fertig. Das Feld ist schon mal gedüngt. Wir klappen den Kollegen zusammen und fahren mal Richtung Landmaschinenhändler. Denn auch hier wieder das, was ich ja immer so gern predige, Geräte, die ein bisschen mehr kosten, auf alle Fälle immer oben an der schraffierten Fläche am Landmaschinenhändler verkaufen. Das bringt nochmal 20% extra. Ansonsten gibt's ja nur 50% vom Neupreis als Wiederverkaufspreis. Und da verliert man manchmal doch schon ganz schön Geld. Wenn es gerade etwas größere Maschinen sind, geht da einiges flöten. Und jetzt sind wir zwar gut dabei schon mit Geld verdienen, aber ich glaube nicht, dass wir schon hier so verschwenderisch leben können, darauf zu verzichten. So, jetzt bin ich gespannt, ob wieder das eine Mädel da rumläuft, was immer da rumläuft, wenn ich da unten ankomme. Ja, da rechts läuft eine, da vorne, ja, läuft ein Typ diesmal. Nein, diesmal kein Mädel, alles gut. So, hier ist der Gülletank, den müssen wir natürlich noch zum Feld 8 dann gleich bringen. Aber zuerst werden wir jetzt hier mal das Gerät abkuppeln, den Traktor ein bisschen rausfahren, weil den will ich ja nicht verkaufen. So, dann steigen wir mal aus und machen hier mal die Moonwalk. Backflip, rechtskehre. So, 17.340. Dafür haben wir jetzt das Ding verkauft. Und jetzt kaufen wir nämlich was. So, 17.340. Also ihr habt gesehen, hat knapp 3.000 Euro mehr gebracht. Jetzt kaufen wir uns hier dieses große Monster und dazu auch gleich den Fronttank. Damit stehen wir richtig gut jetzt. Und schaut euch mal das Riesengerät an. Das macht jetzt natürlich Laune. Allerdings erstmal werde ich mir den Fronttank hier schnappen. So, dann werden nämlich auch hier jetzt langsam die Geräte alle ein bisschen größer. Und auch das sagt uns, wir müssen bald gucken, dass wir hier mal nach einem neuen, größeren Traktor Ausschau halten. Im Moment schaffen es die Geräte noch. Aber beim Flug war schon zu sehen, so langsam wird es dann doch ein bisschen eng. So, noch ein Stückel. Komm, Kuppel an. Perfekt. So, jetzt haben wir hier unsere Kombi, das ist die große Mega-Dünge-Kombi sozusagen. Mit der haben wir jetzt richtig Platz und das wird auch richtig viel Spaß machen, jetzt damit zu arbeiten. So, da müssen wir natürlich alles erstmal auffüllen, das werden wir gleich mal
noch nicht machen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier aufs Geld achten. Das Problem ist nämlich ansonsten, dass wir hier ins Minus rutschen. Das will ich nicht. Aber wir haben zumindest schon mal die große, ja, Kombi uns zusammengekauft. Das ist schon mal gut. Das ist ein Riesengerät, mit dem wir hier arbeiten. Oben fällt 26, 27. Werdet ihr sehen, was das Baby drauf hat. Und ich kann euch sagen, das wird richtig cool. So, das nächste, was wir aber erstmal machen müssen, wenn dann oben die Ernte soweit ist, ist natürlich das Ganze mit dem Kipper wieder aufnehmen und dann mit dem Pflug die zwei Felder verbinden. Das heißt, ich werde natürlich hier jetzt erstmal diese Kombi in den Unterstand bringen. Aha, mehr Geld für Zuckerrüben. So, den stellen wir erstmal hier ab. Den Fronttank, den stelle ich mal hier vorne hin. Den brauchen wir ja auch dann bald. Und werde schon mal den Pflug mit nach oben nehmen. In der Hoffnung, dass das jetzt mit dem Pflügen, dem Feldverbinden da gleich funktioniert. Sobald abgeerntet ist. Oh, ihr seht schon. Oh, also das ist hier ganz schön wackelig. Da müssen wir auf alle Fälle gucken. Ja, der bewegt sich auch kaum. Ach so, ja, ist eigentlich logisch. Ich habe jetzt im Moment kein Frontgewicht dran. Ja, das ist nämlich der Punkt. Jetzt seht ihr, wie wichtig Frontgewichte sind. So, also hier auf alle Fälle nochmal das große Frontgewicht dran machen. Ansonsten bin ich nämlich nicht wirklich gut im Manövrieren. So, jetzt haben wir das Gegengewicht. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Traktion. Ist zwar auch noch nicht perfekt. Da bräuchte man doch mal einen größeren Traktor. Aber so geht's erstmal. Hab eben schon Schreck gekriegt, klar. Aber ohne Frontgewicht geht das natürlich nicht wirklich gut. So, die zwei Sämaschinen sind fertig. Das ist schon mal richtig gut. Das ist sehr, sehr gut, denn jetzt können wir gleich hier sozusagen weiter hantieren. Wir werden dann gleich mal gucken. Oben müssen wir ja auf alle Fälle düngen. So, und das will ich ja eigentlich mit der Feldspritze machen. Ich lasse den erstmal hier stehen jetzt. Jetzt gucken wir mal, da ist die andere Sämaschine. Die können wir auch schon mit nach oben nehmen. Nee, können wir noch nicht, ist Unsinn. Müssen ja erstmal dann auch oben das Stroh aufnehmen. Das können wir ja dann jetzt auch zur BGA bringen. Beziehungsweise, wenn wir da oben sind, werden wir erstmal die Kühe etwas versorgen. Denn nachdem wir jetzt ein paar Kühe nachgekauft haben, werden wir auch da ein bisschen mehr Stroh brauchen. Denn auch da, der Misthaufen, der produziert wird, den können wir nämlich auch gut benutzen. Und zwar nicht nur, um jetzt Gemüse, Salat und so weiter zu düngen, was wir ja auch machen können über Gewächshäuser, sondern wir können auch über einen Miststreuer im Prinzip das hier auf die Felder ausbringen. Ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Also Düngematerial kriegen wir jetzt nach und nach kostenlos zur Verfügung. Reicht aber für die ganz großen Felder nicht. Und hier unten ist ja auch der Fahrweg ziemlich groß. Von daher werden wir dann schauen, dass wir hier die Feldspritze behalten. Aber alles, was in der Nähe des Kuhstalls oder der BGA ist, werden wir dann mit dem Naturdünger düngen. Das sollte doch uns auch nochmal ein paar Euro einsparen. So, jetzt haben wir hier schon das zweite Gerät oben. Das ist auch perfekt. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, soweit ganz gut vorbereitet. Okay, jetzt springen wir mal weiter. Da ist die nächste Sämaschine. Die klappen wir jetzt erstmal zusammen hier. Das ist ja soweit erledigt und holen erstmal unseren Güllestreuer. Das heißt, die Sämaschine packen wir erstmal hier rein, holen den kleinen Güllestreuer, düngen das Feld 8. Und eigentlich könnten wir sogar jetzt schon die Zeit wieder ein bisschen vordrehen. Fällt mir mal gerade ein. Wir haben ja soweit alles fertig. Ich gucke nochmal auf der Übersichtskarte, da sieht man das ja wunderschön. Ja, Feld 8 ist eingesät, hier ist eingesät. Das hier ist in der vorletzten Erntestufe. Also können wir doch erstmal hier abkuppeln und dann ohne Probleme die Zeit mal ein wenig vordrehen. Nachdem es gleich dunkel wird, werde ich auch schon mal das Licht einschalten. So, und wir holen jetzt unseren Güllstreuer. Na, wieder so ein lahmer Hansel da. Den werden wir mal ganz dezent überholen. So, jetzt geht's zum Landmaschinenhändler. Wir holen den Güllestreuer ab und werden dann erstmal das Feld 8 noch düngen. Dann haben wir das auch gleich aus dem Kreuz. So, die Kühe haben wir ja schon ein bisschen aufgestockt. 3-4 Euro haben wir noch in Reserve.
Das ist auch ganz wichtig, da müssen wir immer aufpassen. Wie sieht's eigentlich bei den Kühen aus? Ist da schon die Milch geholt worden oder noch nicht? Nein, 1927 Liter, naja, da kommt also jetzt auch demnächst immer so ein klein bisschen Geld noch rein. Da will ich auch gucken, dass wir die Kühe nach und nach ein bisschen aufstocken. Allerdings nicht jetzt so wie in Westbridge Hills, wo wir dann so eine Art Folgekuh haben, ne? Sondern ja, wir werden da ab und zu, wenn es das Geld zulässt, einfach mal so 3, 4, 5 Kühe holen und dann ist gut. Guten Abend, schöne Frau. So. Einmal jetzt hier hin. Ach genau, und dann können wir ja auch mal endlich vielleicht den kleinen Radlader noch wegbringen. Sollten wir uns vielleicht auch mal noch überlegen. So, jetzt aber erstmal hier den Güllestreuer von Garant mitnehmen. Mal gucken, dass wir die Kurve sauber kriegen. Passt perfekt. Agrola-Tankstelle. Ja, da können wir allerdings leider nicht tanken. Das ist ein bisschen schade. Wäre auch schön, wenn hier nochmal eine wäre. So, da kommt keiner, da kommt keiner. Dann fahren wir mal schnell durch. Und werden mal direkt zur BGA gehen und unseren Gülletank hier auffüllen. Und oh, schön, wie man das sieht. Wir haben 2200 Liter Milch, also auch da kommt ein bisschen Geld in die Kasse gleich, sobald der Milch-LKW sozusagen sich in Bewegung gesetzt hat und bei uns am Milchtank das abholt. Ja, da oben haben wir schon 27 Tonnen Gülle und 20 Tonnen Mist, also auch da sind wir dann später schon mal gut vorbereitet für das Düngen unserer Felder. Ich möchte ja gucken, dass wir vielleicht Feld 35 kaufen oder Feld 30 kaufen, je nachdem, wie es da unten läuft. Und dann da auch für die Kühe sozusagen vor Ort ein bisschen was machen. Da müssen wir halt mal schauen, wie wir das am besten hinbekommen. So, einmal bitte reinlassen. Dankeschön. Eben wurde die Milch geholt, brachte gleich wieder ein bisschen Geld. Wunderbar. So, und hier sind wir jetzt an unserem Gülletank. Ihr seht, 117.600 Liter. Vorne der Aufnahmeschacht ist wohl leer. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier auffüllen. Dafür ist natürlich das optimal. Bringt uns richtig was ein. Weil das hätten wir ansonsten auch alles wieder bezahlen müssen. So ist es kostenfrei. Hat natürlich einen Riesenvorteil. So, und die Arbeitsbreite von dem Kleinen ist, sag ich mal, jetzt für das kleine Feld da oben auch noch nicht allzu schlecht. Das geht eigentlich auch. So, hier gehen wir mal wieder raus. Und jetzt geht's ab zum Feld 8. Da fahren wir aber hier schön brav außen rum durch die Silos. Mit Vollgas fährt man normal nicht so durch. Und werden jetzt mal schnell das Feld 8 noch düngen. Zwischendurch nur mal gucken. Ja, ist noch nicht erntereif. Nicht, dass wir das hier noch verpennen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Wollen wir nicht. Aber da steht ja für die nächste Folge dann auch schon das Programmprinzip, also da oben ernten und dann gucken, dass wir auch die Felder verbinden schon. Da bin ich schon überlegen, ob wir das ein bisschen kombinieren, dass ich vielleicht erst die beiden Stirnseiten dann abernte. Das gucken wir aber dann mal. So, hier muss ich allerdings gucken, der hat eine etwas kleinere Arbeitsbreite. Da müssen wir also vorsichtig sein. So, sollte das hinhauen. Und ihr schaut mal hin. Ja, wunderbar. So kann man nämlich ohne Probleme hier das Feld düngen. Kostet uns keinen Cent. Wir haben in der BGA mehr als genug Zeug. Und so verschwenderisch ist er jetzt auch nicht. Oh, da habe ich schon die erste kleine Lücke. Da muss ich aufpassen. So, natürlich immer gleich ausschalten. Wir wollen ja nicht hier den Gehweg düngen, ne? Oder die Straße. So. Aber so wie es aussieht, schaffen wir sogar mit so einem kleinen... ja, Güllestreuer mit einer Füllung im Prinzip das gesamte Feld hier. Also er ist relativ sparsam. Da kenne ich schon andere Gefährten. Der mittelgroße, der war deutlich schneller leer. Gut, hatte natürlich auch eine größere Arbeitsbreite. Das kam dazu. Aber hier sieht es ja so aus, als ob wir fast mit einer Füllung das gesamte Feld hinkriegen. So, jetzt habe ich auch hier die Lücke wieder weg. Ja. Das sieht aber schon mal ganz gut aus, obwohl ich glaube, das wird doch nicht so ganz reichen. Aber ist ja nicht schlimm, dann füllen wir notfalls einfach nochmal nach. Ist ja gar kein Problem. So, hier wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Hier muss ich andersrum ranfahren. So, so rum die Drehung machen. Ansonsten klappt das nicht. So, jetzt klappt es aber wieder. Wunderbar. Jedenfalls so bezahlen wir keinen Cent. Das ist schon mal richtig schick. Dünge. Material haben wir im Überfluss für hier oben. Das wird auch später
je mehr BGA wir machen, umso mehr kriegen wir rein. Zumal wir jetzt auch wissen, dass das mit dem Stroh funktioniert, da können wir uns natürlich das BGA-Silo hier füllen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das macht richtig Fun. So, und ich sehe schon, wir sind eigentlich schon wieder durch mit der Zeit. Eieieiei, und ich habe gestern schon so überzogen. Ich will das eigentlich nicht nochmal machen. Ja, die Frage ist, kriegen wir das noch hin oder nicht? Das finden wir jetzt noch raus. Ich glaube schon fast, dass es nicht hinhaut, weil zweimal müssen wir noch fahren. Ich befürchte, dass wir hier auf alle Fälle noch eine Spur nachtanken müssen. Und so wie das aussieht, reicht das noch nicht mal für diese Spur. Aber auf der anderen Seite haben wir ja jetzt hier sozusagen mit einem Tank richtig viel erreicht. So, ja, den Rest machen wir in der nächsten Folge dann. Alles andere ist ja soweit fertig. Ich drehe mal die Zeit kurz ein bisschen zurück. Wir gucken nochmal, wie sieht's aus. Noch nicht erntereif. Okay, dann wird sich da in der nächsten Folge was tun. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.